Gewohnt überpünktlich sind wir für Sie zur Stelle und damit herzlich willkommen bei RON. Ich bin heute wieder für Sie da und an meiner Seite ist Christina Hecking, die die Fäden für die Sendung in der Hand hat. Richtig. Und wir schauen heute nochmal nach Ellwangen, denn da gab es eine Mahnwache und unser Reporter ist für Sie vor Ort. Dann schauen wir im Sport auf den Wasserball und da geht es um die Meisterschaft. Und wenn Sie noch nicht wissen, was Sie an dem langen Wochenende, das Sie hoffentlich haben, machen sollen, haben wir die besten Veranstaltungstipps aus der RON-Region für Sie vorbereitet. Das und mehr gibt's jetzt bei RON. Der vor der Abschiebung stehende Togoa wehrt sich mit allen Mitteln. Nun hat sein Anwalt eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht, um die Ausweisung nach Italien noch zu verhindern. Der Fall hatte ja polarisiert. Vor etwas mehr als einer Woche ist ein Polizeieinsatz zur Abschiebung schiefgegangen. Einige Tage später dann das härtere Durchgreifen. Und heute gab es in Ellwangen in dem baden-württembergischen Ort eine Mahnwache. Lukas Föhr ist für uns vor Ort. Lukas, was war bzw. ist da heute los? Ja, zurzeit läuft hier seit den Mittagsstunden diese Mahnwache auf dem Marktplatz von Ellwangen. Im Hintergrund sieht man es auch noch, da werden noch Plakate gebastelt. Insgesamt sind hier eine ganze Reihe von Flüchtlingen gekommen und Menschen, die sich solidarisieren mit diesen Flüchtlingen, beispielsweise von der Aktion Bleiberecht Freiburg. Die Organisatoren haben von 300 Teilnehmern gesprochen. Insgesamt gekommen sind ungefähr 30, würde ich sagen. Deutlich weniger als erwartet und auch die Polizei hat mit deutlich weniger gerechnet und war eben in einem Großaufgebot, das bislang nicht zum Einsatz gekommen ist. Was konkret wollen denn die Teilnehmer mit dieser Mahnwache? Ja, die Teilnehmer sagen, dass jetzt eine Woche lang über sie berichtet wurde. Jetzt möchten sie selber sprechen. Sie sagen, dass einerseits dieser Angriff, den es da gegeben haben soll von Polizisten bei diesem Versuch, dass sie hingegangen sind, diese Abschiebung zu verschieben, dass das nicht mit Gewalt stattgefunden hat, wie das denn ursprünglich gesagt wurde in den Medien. Und sie sagen auch, dass dieser große Einsatz, den es da gegeben hat am Donnerstag mit 600 Einsatzkräften insgesamt unverhältnismäßig gewesen ist. Da soll es eingetretene Türen gegeben haben und auch einige verletzte Flüchtlinge. Und um 17 Uhr soll es da eine Pressekonferenz geben, wo die Flüchtlinge auch Beweise dafür noch mal hinstellen wollen und das alles noch mal quasi, quasi beweisen wollen und dann auch noch mal sagen, das läuft so nicht und auch noch mal eine kleine Demonstration hier durchstarten möchten. Und dann nochmal vielen Dank an dieser Stelle an Lukas Föhr. Das Gespräch haben wir aus Termingründen im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet. Und Lukas hat es ja eben nochmal erwähnt, dass es eine Pressekonferenz gab mit den Bewohnern der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Sie waren vor der Asylunterkunft in Ellwangen. Zusammen mehr als 100 Bewohner haben sich da eingefunden, um den anwesenden Journalisten ihre Sicht der Dinge zu schildern. Die Asylbewerber behaupten, sie hätten keine Gewalt angewandt, als mehrere Polizisten den 23 Jahre alten Mann aus Togo in der vergangenen Woche abschieben wollten. Sie sagten auch, es seien keinesfalls 200, sondern höchstens 40 Afrikaner an dem abgebrochenen Polizeieinsatz beteiligt gewesen. Und außerdem werfen sie den Beamten Rassismus vor. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, denn das, was wir täglich verarbeiten oder erleben, das verarbeiten wir dann eben auch in unseren Träumen. Allerdings diese Träume, die können manchmal richtig fies ausfallen, so gemein, dass wir dann mitten in der Nacht oder am nächsten Tag schweißgebadet aufwachen. Wir alle kennen das, Albträume. Und auch die Mannheimer haben so ihre Erfahrungen damit. Also es kommt nicht öfters vor, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich im Bett liege, dass ich keine Luft kriege. Dass irgendjemand versucht, mich zu ersticken. Also es klingt ein bisschen krass, aber ich weiß nicht, von was das kommt. Ich habe mich schon mal mit einer Freundin darüber unterhalten. Die hat gemeint, das sind Geister. Ja, klar. Letztens erst mit den Zähnen. Zähne ausgefallen. Realistisch, wirklich. Also ich bin aufgewacht, ich habe geguckt. Ne? Aber beängstigend etwas, ja, muss ich sagen. Meistens träume ich nicht. Es gibt nur so Episoden, so einmal eine Woche, so in einem halben Jahr träume ich und dann sterbe ich. Einmal, als ich ganz jung war, habe ich Gaugummi geklaut. Und das war fast wie eine Wahrheit. Ich war nicht sicher, ob es ein Traum war oder ob es Wirklichkeit war. Aber ach, und die Polizei jagte mich und ich ran und ich ran und ich ran. Und die Polizei kam dahinter. Dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, ach, es war ein Traum. Und dann habe ich aus meinen Schubladen Gaugummi genommen.
Ja, ganz interessante Sachen, die wir da so träumen. Dr. Michael Schredl ist bei uns. Er ist Leiter des Schlaflabors im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Da waren jetzt ja doch ein paar ganz interessante Beispiele dabei. Wie ist das mit Ihnen? Träumen Sie auch manchmal sehr schräg? Nein, ich träume zwar sehr viel, aber glücklicherweise keine Albträume. Was sagen uns Albträume denn? Was hat das zu bedeuten? Albträume, die entstehen einerseits gibt es Personen, die haben eine Veranlagung, das sind kreative, sensible Personen, die neigen eher zu Albträumen, aber der Hauptfaktor ist Stress. Also wenn man tagsüber Stress hat, sei es beruflich oder privat, dann erlebt man auch mehr Albträume. Wir haben eine Frage über Facebook bekommen vom Rumzuschauer Thorsten Jansen. Er fragt, wie kommt es erst überhaupt zu Albträumen und wieso fühlen sie sich so real an? Also der Stress, wie gesagt, ist ein Hauptfaktor. Und das Spannende, das gilt ja auch für alle Träume, ist, dass während wir träumen, denken wir, dass es Realität ist. Also das Gehirn ist tatsächlich in der Lage, auch während des Schlafes eine echt anfühlende Realität zu schaffen, auch wenn sie nur in unserem Gehirn ist. Das ist ja dann wirklich gemein, dieses Gefühl, wenn man dann wach wird. Oder erstmal ist es ein schönes Gefühl, oh, hurra, ich habe alles nur geträumt. Aber wie können wir denn vielleicht aus diesem Moment dieser Anspannung auch was Positives ziehen in der Nachbetrachtung? Also der Albtraum selber ist natürlich erstmal negativ, vor allem auch bei Personen, die es öfter haben, weil Albtraum hat ja jeder mal. Aber wenn Personen öfter als einmal pro Woche Albträume haben, sprechen wir von Albtraumstörung. Und da ist es dann auch wichtig, eine Behandlung durchzuführen. Die Behandlung ist relativ einfach und kann selbst auch gemacht werden. Es geht nämlich darum, die Angst, die im Traum ist, zu konfrontieren, also sich nochmal damit zu beschäftigen und sich ein neues Ende auszudenken. Das heißt, wie kann ich die Situation, die im Traum passiert ist, tatsächlich auch bewältigen? Und wenn man das ein paar Mal im Wachzustand macht, also mit der Vorstellung, dann verändern sich tatsächlich auch die Albträume. Kann man denn schon im Vorfeld etwas machen, also seine Träume schon im Vorfeld beeinflussen? Also die beste Möglichkeit, Träume positiv zu beeinflussen, ist, ein stressfreies Leben zu führen. Okay, das muss ich jetzt sagen, habe ich momentan nicht, aber ich habe auch wenig Albträume. Vielleicht ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich habe immer geträumt, ich komme nicht von der Stelle, also würde gegen Gegenwind oder wie auf Kleber laufen. Was hat das zu bedeuten? Genau, also Träume sind eine verstärkte Darstellung von Themen, die einen im Wachzustand beschäftigen. Und dieses Gelähmtsein oder schwer vorwärtskommen ist dieses Gefühl, dass man im Moment, im Leben, dass es da einfach schwer vorwärts geht. Und der Traum überspitzt es, wie ein guter Filmregisseur, macht dir extreme Bilder, um dieses Gefühl auch gut darstellen zu können. Okay. Also dann lieber ein solcher Traum, als wie es der eine eben geschildert hat, dass einem die Zähne ausfallen. Das ist dann wirklich relativ gemein. Genau, Zähne ausfallen ist ziemlich fies, weil man da erstmal nichts machen kann. Und das hat eben auch was mit Angst zu tun. Also Zähne sind was sehr Stabiles und Festes, was man auch braucht, um gut auszusehen, gut auftreten zu können. Und wenn man da Angst hat, dass irgendwas nicht klappt, dann kann der auch hier der Traum als extreme Reaktion so ein Traum, also das Traumleben so eine extreme Bilder liefern. Also schön, was uns unsere Träume tatsächlich sagen können und muss sie nur richtig deuten können. Danke, dass Sie uns da schon mal Hilfestellung gegeben haben, Dr. Michael Schredl. Und wir machen gleich im Sport weiter mit einer etwas exotischeren Sportart, die wir Ihnen aber unbedingt auch noch mal zeigen wollen, auch weil sie so wahnsinnig anstrengend ist. Wasserball. Vorher aber weitere Nachrichten aus der Metropolregion, zusammengefasst von Natalia Höppner. Endstation Zukunft. Die Modernisierungsmaßnahmen rund um den Heidelberger Hauptbahnhof haben begonnen. Damit wird der zentrale Verkehrsknoten nun fit für die Zukunft gemacht. Zurzeit steigen an der Haltestelle wochentags rund 35.000 Fahrgäste ein und aus. Der Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof ist Teil der Gesamtmaßnahme Mobilitätsnetz Heidelberg. Ziel ist es, bis September 2019 mit den Bauarbeiten fertig zu sein. Optimiert werden damit laut dem RNV die Fahrzeit- und Umsteigeoptionen. Die Kosten der Umbauarbeiten belaufen sich auf 30 Millionen Euro. Weniger Schwangerschaftsabbrüche. Die Zahl der Abtreibungen hat in Rheinland-Pfalz 2017 einen Tiefstand erreicht. Laut Statistischem Bundesamt wurden mehr als ein Viertel der Schwangerschaftsabbrüche bei rheinland-pfälzischen Frauen in anderen Bundesländern wie dem Saarland und Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Dieser Anteil ist größer als in jedem anderen Bundesland. Ein Grund dafür sei eine unzureichende medizinische Versorgung, so Pro Familia. Neue Spielzeit. Bei der heutigen Pressekonferenz stellte das Pfalzbautheater in Ludwigshafen sein Programm für die Spielzeit 2018-2019 vor. Die Ausgaben für das abwechslungsreiche bevorstehende Programm liegen bei 6 Millionen Euro. Von der Stadt gibt es einen Zuschuss von 4 Millionen Euro. Die großen Theaterstars auf die Bühne nach Ludwigshafen zu bekommen, ist dabei auch nicht immer einfach.
Also einen guten Ruf hatte Ludwigshafen als einladendes Theater schon immer, aber es ist eben Arbeit. Und sie zeigen natürlich auch, dass Ludwigshafen eine Stadt ist, die über die Region hinaus wirkt, dass sie eine sozusagen nationale Ausstrahlung hat in der Kultur. Wir haben Gäste aus Hamburg, Braunschweig, sonst wo hier aus München, die zu uns kommen. Einfach tierisch. Unter diesem Motto laden die Reichs-Engelhorn-Museen zu einer Mitmachausstellung ein. Hintergrund dieser fotorealistischen Bilderserie ist es, Kindern und Erwachsenen Naturkundethemen auf spannende und vor allem spaßige Weise näher zu bringen. Hierfür haben die Macher der Ausstellung die neuen Medien mit einbezogen. Neben dem Fotospaß verbindet die Ausstellung außerdem die Metropolregion Rhein-Neckar direkt mit der ganzen Welt. Wir zeigen ja Tiere aus Urzeiten und von heute aus allen Regionen der Welt und Heimisches. Wir wollten zeigen, eigentlich ist die Exotik bei uns ständig auf dem Bildschirm, deswegen können wir über Pandabären oder Delfine reden. Oder wir präsentieren was zum Flugsaurier. Der erste Flugsaurier der Welt wurde in Mannheim beschrieben. Und wir schauen auf den Maimarkt. Gestern ging er zu Ende. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Fast 340.000 Besucher sind zu dieser 11 Tage langen Messe gekommen. Und sie gingen auch gebührend zu Ende gestern Abend. Denn es gab einen prominenten Gast. Dr. Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, kam nach der letzten Entscheidung des Reitturniers bei der diesjährigen Ausgabe und hat sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Nach den Dankesworten des Mannheimer Bürgermeisters Michael Grötsch, da setzte der frühere Fechter seine Unterschrift ins Buch und erklärte auch noch mal seine besondere Verbindung zur Quadratestadt. Die Verbindung ist sehr alt, von meiner frühesten Jugend, ja, wo Teile meiner Familie in Mannheim gelebt haben und die Beziehung zu Mannheim über Zeitungen, familiäre Bindungen. Und in meiner aktiven Zeit auch über den Sport. Es ist eine sehr schöne Geste, wenn hier dann doch viele Erinnerungen aus diesem Anlass dann wieder in einem hochkommen. Und das macht schon einen besonderen und angenehmen Moment. Und wir bleiben olympisch, also gehen zu einer olympischen Sportart, gehen dafür allerdings nach Heidelberg und dort ins Wasser am Olympiastützpunkt. Nämlich findet das Endrundenturnier um die deutsche Meisterschaft im Wasserball statt und der SV Nicker Heidelberg hat sich dafür als Zweiter qualifiziert. Allerdings die ganzen vorangegangenen Leistungen, die sind jetzt Schall und Rauch, denn beim Saisonfinale, so sind die Regeln, geht's bei Null los. Ja, die Punkte aus der Hauptrunde werden gelöscht und die Kontrahenten am Samstag und Sonntag werden dann Hannover, Bochum und Chemnitz sein. Ja, wie sind die Chancen? Das wollen wir jetzt wissen, auch von der Mannschaftskapitänin des SV Nicker Heidelberg. Sie ist bei uns, Nadja Kreis. Wie ordnen Sie Ihre Chancen ein? Haben wir Erfahrungen mit den Gegnern gemacht? Ja, letztes Wochenende konnten wir schon erste Erfahrungen sammeln, auch in der Bundesliga natürlich. Letztes Wochenende ging es ums Pokalfinale. Da sind vier Mannschaften angetreten und es wurde Halbfinale, Finale gespielt. Und da konnten wir uns den deutschen Wasserpokal mit unserer Mannschaft sichern. Also das sieht für den einen oder anderen, ich sag's jetzt mal ganz plump, nach ein bisschen geplanscht im Wasser und wir werfen den Ball hin und her aus. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist alles andere als das. Es ist unfassbar anstrengend und das, was man wenig sieht, ist, was unter der Oberfläche, unter der Wasseroberfläche stattfindet. Das ist teilweise ein richtiger Kampf. Richtig, also was das Wasserball vor allem so anstrengend macht, ist, dass man keinen Boden unter sich hat. Also das Becken ist mindestens 1,80 Meter tief. Man kann sich während der Spielzeit nicht festhalten am Beckenrand, sondern man ist die ganze Zeit in Bewegung. Und dadurch, dass man eben die ganze Zeit in Bewegung ist, man natürlich dann zusätzlich noch den Körperkontakt hat durch die Mitspieler, macht es das eben so anstrengend. Dadurch, dass auch die Zeit angehalten wird, verlängert sich die Spielzeit natürlich umso mehr. Was haben Sie denn schon alles erlebt an Angriffen auch? Ja, so die typischen Angriffe sind eigentlich Tritte unter Wasser, festhalten am Badeanzug, klar ziehen, kratzen. So. Also Textilschäden und blaue Flecken nimmt man auch mal mit davon? Ja, das gehört zum Standard eigentlich. Also das ist ganz üblich. Wie ist denn Wasserball an sich in Deutschland? Also wenn wir jetzt mal aufs internationale Parkett schauen, dann sind es andere Mannschaften, Ungarn, Serbien glaube ich auch, richtig starke Teams. Wie ist Deutschland einzuordnen? Deutschland ist im oberen Mittelfeld auch mit einzuordnen. 2016 waren wir bei der EM, da sind die Damen Achter geworden bei der Europameisterschaft. Dieses Jahr ist im Juli wieder die nächste Europameisterschaft, wo die Jugendjahrgang 98 und jünger wahrscheinlich hinfährt. Und das Team wird jetzt neu aufgebaut mit Tokio 2024. Und da hoffe ich natürlich, dass sie uns wieder gerecht werden und auch wieder im Mittelrang einreihen werden. Ja, man misst natürlich immer an Erfolgen. Wie finden Sie denn auch die Förderung, die sich momentan auftut? Klar, es kann immer mehr sein. Was passiert denn aktuell und wo wünschen Sie sich vielleicht auch noch mehr Förderung?
Vor allem in dem Damenbereich, im Jugendbereich wünsche ich mir mehr Forderungen, aber auch, dass erfahrene Spielerinnen trotzdem zusätzlich noch rangeholt werden, um die jungen Spielerinnen aufzubauen. Es haben viele junge Spielerinnen noch nicht die Erfahrung international sammeln können, die die Erwachsenen natürlich schon haben, dass man die einfach noch ein bisschen zusammen trainieren lässt, sage ich mal, dass sie dann noch ein bisschen gefördert werden und weiterhin gefördert werden. Auf jeden Fall erstmal Kontaktfläche schaffen und diese Kontaktfläche eine Möglichkeit dazu gibt es dann am Wochenende. Wir haben es also angesprochen, dass die Endrundenspiele um die deutsche Meisterschaft stehen an. Und dann wünschen wir Ihnen erstmal viel Glück und Ihnen auch viel Spaß. Gehen Sie gerne hin. Ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, das Wochenende zu verbringen. Was Sie sonst noch alles tun können, das zeigen wir Ihnen gleich. Vorher aber eine kurze Unterbrechung. Reklame. Willkommen zurück bei Ron und schön, dass Sie bei uns sind, denn heute schreiben wir tatsächlich deutsch-französische Geschichte, denn das Sinfonieorchester der Garde Républicaine tritt auf im Mannheimer Rosengarten und das sollten Sie sich gerade mal anschauen. Und vor allem anhören, denn eigentlich treten die Herren des Sinfonieorchesters der französische Garde bei großen französischen Staatsakten oder eben zu empfängen, meist vor dem Élysée-Palast auf. Gestern in Speyer, heute in Mannheim, spielt das 70-köpfige Orchester zum allerersten Mal in Deutschland. Und unsere Reporterin Julia Banachewitsch war vor Ort und hat sich mit dem Mann unterhalten, der das alles in die Wege geleitet hat. Neben mir steht jetzt der Mann, der genau diese Veranstaltung hier nach Mannheim geholt hat. Herr Zöller, wie haben Sie denn das geschafft? Ja, ich hatte das Glück, dass die französische Generalkonsulin in Frankfurt auch Reserveoffizier ist der französischen Gendarmerie Nationale. Und sie hat festgestellt, dass das Orchester, die Garde Républicaine, noch nie in Deutschland war, überall auf der Welt, nur noch nie in Deutschland. Und so kamen wir eben auf die Idee, zwei Konzerte zu machen in Deutschland, in Speyer, gestern und heute eben in Mannheim. Und was genau ist das Ziel dieses Konzerts? Ist da auch so ein bisschen dabei, dass man die deutsch-französische Freundschaft stärken möchte? Es ist zunächst mal ein Benefizkonzert. Es fließt Projekten zugute, Jugendbegegnung deutsch-französischen, insbesondere einem Projekt der Metropolregion auf dem Hambacher Schloss, Hambach, das Demokratiefestival im September diesen Jahres. Aber natürlich ist auch der Startschuss für den französischen Sommer eine Veranstaltung über die ganze Metropolregion hinweg, die vom Institut Français Mannheim für die europäische Metropolregion Rhein-Neckar veranstaltet wird und die bis zum 14. Juli andauern wird mit verschiedensten Veranstaltungen in der ganzen Metropolregion. Ja, und dann sind ja aber heute auch noch ganz schön viele Hochkaräter anwesend. Unter anderem hat man ja auch schon die Frau von Helmut Kohl hier gesichtet. Wer wird denn heute noch alles anwesend sein? Von Seiten Frankreich haben wir die Ehre, dass die Staatssekretärin der Verteidigung und Mitglied der Regierung, Geneviève Darrieussecq, extra eingeflogen ist, um bei uns zu sein. Wir haben den Botschafter von Montenegro, wir haben die Generalkonsuln von Serbien, von Ungarn, zwei Generalkonsuln aus Frankreich, Konsul von Italien, Bulgarien, Litauen, also die verschiedensten Länder werden heute Abend präsent sein. Und wie genau wurde denn die Garde hier eingeflogen oder wie genau ist sie eingereist? Eigentlich ganz normal. Sie kam gestern trotz Bahnstreik aus Paris mit dem Zug in Mannheim an, wurde dann mit Bussen des Landeskommandos abgeholt und nach Speyer gebracht und reist morgen wieder zurück oder heute Abend dann wieder zurück. Super, vielen Dank. Ja, schade, dann erleben die leider nicht, was man alles noch machen kann in der Ron-Region jetzt gerade so über den Feiertag. Sarina Aschmann hat da nämlich die perfekten Tipps jetzt über die Tage, auch für morgen. Genau, denn ich durfte nämlich Rock'n'Roll tanzen lernen in einer Kirche in Heidelberg. Und was ich sonst so erlebt habe, das sehen Sie jetzt. Für unseren ersten Veranstaltungstipp sind wir in St. Martin in der Pfalz. Denn hier findet am Wochenende die Wanderung Schöne Aussichten statt.
Los geht's am Samstag um 14 Uhr. Für circa 2 Stunden kann man dann rumwandern. Als Belohnung gibt es dann Winzervesper und wie es in der Pfalz üblich ist, Weinschorle natürlich. Neben der Tour Schöne Aussichten findet am Sonntag um 14 Uhr an Muttertag die Ladies First Tour statt. Männer sind hier nicht erwünscht. Und mit Prosecco, Wein und Pfälzer Köstlichkeiten lässt es sich doch gleich viel besser wandern. Daniela Dönig von der Touristinfo und Tourguide Elke Dotzler wissen, wie man die Wanderung buchen kann und was sie erwartet. Sie können bei uns in der Touristinfo anrufen oder einfach auf unserer Webseite schauen. Wir haben dort einen Veranstaltungskalender mit allen Veranstaltungen, auch von der Frau Dotzler dabei. Oder einfach eine Mail schreiben und wir geben dann die passenden Infos dazu. Wie kann ich mir denn jetzt genau Ihre Wanderung vorstellen? Wir treffen uns unten an der Touristinfo. Dort gibt es bei manchen Touren gleich ein Glas Sekko zur Auflockerung. Dann gehen wir hoch mit dem Blick über St. Martin. Ich erkläre ein bisschen was zu Landenleuten. Und weiter geht es dann Richtung Krupsburg und Wald und verschiedenen Punkten, wo angelaufen werden. Und das Ende ist dann hier bei der Winzervesper. Na dann, guten Appetit! Eine Alternative zum Wandern wäre der Rock'n'Roll hier in der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Hier erleben Sie am Donnerstag einen Gottesdienst auf eine ganz andere Art. Hier wird nämlich getanzt. Von Rock'n'Roll bis Disco Fox ist alles dabei. Am Samstag öffnen sich die Türen der Kirche nochmal für die Paartanznacht. Pfarrer Vincenzo Petracca und Tanzlehrer Johannes Scheurig erklären, was tänzerisch dort geboten wird. Am Donnerstag machen wir einen Rock'n'Roll-Gottesdienst. Wir haben eine Rock'n'Roll-Band, wir hören Rock'n'Roll-Lieder im Gottesdienst, singen die zum Teil auch selbst und es wird Rock'n'Roll getanzt. Samstagabend, Nacht auf Sonntag, machen wir dann die Kirche auf und jeder, der möchte, darf Standard und Latin tanzen für einen guten Zweck. Wer jetzt Lust bekommen hat, der Tanzgottesdienst ist umsonst und der Eintritt für die Paartanznacht kostet 5 Euro. Tipps vom Profi sind inklusive. Deshalb sind wir donnerstags zu zweit da und am Samstag kommen wir als ganzes Team. Also wir haben wirklich Barmitarbeiter da, die die Leute dann eben auch mit Getränken hier drin versorgen. Genauso wie der DJ wird den ganzen Abend über schöne Tanzmusik spielen. Also let's dance! Unser letzter Veranstaltungstipp wird musikalisch und das im Musikkabarett Schatzkistel in Mannheim. Denn am Donnerstag um 17.30 Uhr können Sie zu italienischer Musik von dem Duo Antonio Siena und Nils Becker lauschen. Antonio erklärt, warum Sie am Donnerstag das Konzert The Italian Job nicht verpassen sollten. Ja, erstmal, weil es Spaß macht. Also ich finde, unsere Konzerte sind immer so ein Tick lustig, auch wenn wir eben mal die ernsthafte Seite der italienischen Musiktradition darstellen möchten. Diese italienische Kulturreise kostet 16 Euro. Und jetzt nochmal in aller Kürze. Naturfreunde sollten die geführte Wanderung am Samstag und Sonntag in St. Martin nicht verpassen. Die, die mal in der Kirche das Tanzbein schwingen wollen, können das am Donnerstag und Samstag in Heidelberg tun. Und alle, die auf italienische Musik abfahren, sollten am Donnerstag ins Schatzkistel nach Mannheim gehen. Also jede Menge geboten für dieses Feiertagswochenende, das verlängerte Wochenende. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, spielt das Wetter auch mit? Und da gibt es keinen geringeren als den RTL-Wetterman Christian Heckel, der Ihnen das sagt. Ja, liebe Zuschauer im Rheinland, es ist wieder mal soweit. Herzlich willkommen aus der RTL-Wetterredaktion, diesmal aber eher mit schlechten Nachrichten. Das bombastische Wetter, ja, das geht leider ausgerechnet zum Vatertag zu Ende. Und so auch deutschlandweit gesehen haben wir im Rheinland eher so die miesesten Aussichten für morgen. Denn im Osten reicht es zumindest am Vormittag, Mittag und vielleicht auch noch in den frühen Nachmittag herein mit Ausflügen, wo man das Bier Open Air trinken kann. Wir hier im Westen haben am Vormittag den Regen, aber da reicht es dann Nachmittag wahrscheinlich schon wieder für irgendwo ein Bierchen mit einer kleinen Fahrradtour. Und ausgerechnet im Rheinland, das sieht so aus, dass es morgen früh reinzieht, sich tagsüber dann sehr zäh hält, mit immer wieder mal zeitweise Regen, auch mit Gewittern durchsetzt und erst im Laufe des Nachmittags und wahrscheinlich erst am späten Nachmittag hin die trockenen Phasen dann länger werden. Also insgesamt der Tipp, das Wetter dann eher schön trinken mit Ausflügen, sieht es dann wirklich nicht toll aus und wenn, dann wirklich nur in wetterfester Kleidung, weil auch die Temperaturen ja doch einige Grade runtergehen. Versöhnlicher Schluss. Schon am Freitag wird es wieder besser und Samstag sieht es wieder gut aus mit einer Fahrradtour und einem Weizen im Schatten.
Ja, es muss natürlich nicht das Weißbier sein, also kann auch ein Getränk Ihrer Wahl sein, die Cola. Oder Christi, was wäre es bei dir? Wenn es so richtig von oben runter knallt, dein, jetzt kühle ich mich erstmal runter, Getränk. Ach, Apfelschorle oder Radler, irgendwie sowas in der Art. Ja, sehr schön. Genau. Gut. Es bleibt uns erstmal Ihnen einen schönen Feiertag zu wünschen. Was machst du? Weil wir senden ja morgen auch nicht. Also Ron ist leider nicht für Sie da, erst am Freitag wieder. Wie nutzt du diesen freien Tag? Einfach mal ausschlafen. Gut, ja, eigentlich echt eine Idee. Ja, muss man auch sagen, es war heute ein recht hektischer Tag. Also Chrissy hat es sich absolut verdient, also macht das. Und Sie natürlich auch, genießen Sie den Feiertag, vielleicht auch das verlängerte Wochenende. Wir sehen uns auf jeden Fall gerne am Freitag wieder und dann ansonsten am Montag. Alles Gute. Tschüss.